Hallo Fans und Freunde der Vienna und willkommen bei einem ganz besonderen Vlog. Denn heute gibt es die erste Folge von Unterwegs im Abseits. Der Krimi wird uns alles Nennenswertes und Sehenswertes zeigen, das es hier rund um den FAC-Platz im 21. Bezirk zu sehen gibt. Also, schaut euch das an und kommen wir Vienna! Hallo liebe Wiener Fangemeinde, wie bereits von Stefan auf Kammern Vienna angekündigt, ist Unterwegs im Abseits wieder zurück. Nicht nur zum Lesen, sondern tatsächlich auch zum Anschauen. Unser nächstes Auswärtsspiel findet in Floridsdorf gegen die Juniors vom FAC statt. Und wenn man in Floridsdorf ankommt, ist es klar, dass man über den Franz-Jonas-Platz muss. Und wer über den Franz-Jonas-Platz muss, der muss unweigerlich auch einen Blick riskieren, und zwar da nach hinten, zu dem legendären Würstelstand, der ja auch in Daniel Spiras Sendung sehr legendär vorgekommen ist. In Floridsdorf gibt es aber nicht nur legendäre Würstelstände und den hier hinter mir befindlichen Franz Jonas zu sehen, sondern viel mehr. Daher würde ich sagen, Kammern Vienna, unterwegs im Abseits, gehen wir einfach spazieren. Nicht weit weg vom Franz Jonas Platz, wo wir weggegangen sind, befindet sich das Amtshaus für den 21. Bezirk. Dieses schmucke Gebäude wäre ja, wenn es nach irgendeinem K&K-Habschi gegangen wäre, doch glatt der Regierungssitz des Landes Niederösterreichs geworden. Wie wir wissen, hat das nicht stattgefunden durch die ganzen Eingemeindungsgeschichten, und somit ist das Gebäude hinter uns nicht ein Rathaus oder ein Regierungssitz, sondern bloß das Bezirksamt vom 21. Hieb. Übrigens, für alle Teppichfetischisten und Heiratswütige, die können da drinnen im Trauungssaal sich an einem Gobelin aus dem Jahr 1956 erfreuen. Also, wen Sie interessiert, heiraten oder Teppich schauen. Kinder, die Hatscherei macht durstig. Deshalb entführe ich euch jetzt in den Schweigerwirt. Ein Wirtshaus traditioneller Art, geführt von einem jungen Team. Sensationell gutes Essen, mit großem Hunger herkommen. Wir schauen uns die Speisekarte, in der es auch einbrennende Hund gibt, wer es kennt, jetzt mal genauer an und werden uns, ich glaube Stefan pflichtet mir bei, ja, er nickt ganz heftig, ein kühles Bier genehmigen. Also bis gleich beim Schweigerwirt. Stefan, ich muss dich leider darüber informieren, dass wir an dieser Stelle abbrechen müssen. Ich kann mich nicht mehr bewegen nach dieser legendären Portion verschiedene Laberln. Ja. Wie du weißt, der guten alten Roli-Tradition folgend, müssen auf einer Auswärtsfahrt einfach Fleischlaberln sein. Stefan, da wo du da sitzt, so gemütlich, wie geht's dir eigentlich so? Ich bin bummvoll. Also eine riesen Portion, man kann sich das kaum vorstellen. Spitzenmäßige Fleischlaberln und Erdäpfelpüree. Aber ich kann nicht mehr, ich kann mich nur mehr rollend bewegen. Der rollenden Bewegung kann ich mich anschließen. Wir werden es probieren, uns weiter zu bewegen, weil wir sind ja schließlich und endlich unterwegs im Abseits und es gibt noch ein bisschen was zum Sehen. What a wonderful day, singing ho, singing hey. Für die ungefähr 500 Meter vom Schweigerwirt bis an unseren nächsten Schauplatz haben wir jetzt circa 3 Stunden gebraucht, gefühlt zumindest, Stefan nickt. Ja, wir sind jetzt beim Floridsdorfer Bezirksmuseum angekommen. Es ist ein Kleinod unter den Wiener Bezirksmuseen. Leider hat es heute nicht offen, nur Dienstag und Samstag, glaube ich, steht eh dort hinten auf der Tür drauf. Die Besonderheit an dem Museum ist die Porträtgalerie aller Bezirksvorsteher aus Floridsdorf, unter anderem auch der Franz Jonas, der uns ja heute schon einmal begegnet ist. Des Weiteren befindet sich in diesem Bezirksmuseum drinnen eine Arbeiterküche nachgestellt und man findet auch viel Interessantes zur Entwicklung dieses Bezirks mit seiner ganzen Geschichte, woher das alles kommt. Also dieses Bezirksmuseum zahlt sich auf jeden Fall aus. Wir zwei, der Stefan und ich, nach unserem Gewaltsmarsch brauchen jetzt unbedingt eine Nachspeise und darum gehen wir jetzt weiter. Meine Lieben, eine ganz tragische Situation ist eingetreten. Der Benner, das Eisgeschäft auf der Prager Straße, das direkt am Weg zum FAC-Platz liegt, hat heuer schon geschlossen. Wir müssen daher auf die Saison warten, in der sich der FAC und die Vienna wieder treffen. In der Champions League, Europa League, Regionalliga, Toto Cup, wo auch immer. Heute gibt's kein Eis, wir müssen weiter. Wir haben es geschafft. Wir sind in der Hopfengasse. Da hinter mir ist der FAC-Platz, wo wir zu bestehen haben gegen die Juniors. Man darf gespannt sein, wer aus der Floridsdorfer Kampfmannschaft sich in die Niederungen der zweiten Landesliga herablassen wird. Zur Hopfengasse eine ganz wichtige Sache. Das hat nicht nach einem Herrn, Frau oder wem auch immer Hopfen benannt zu tun, sondern geht tatsächlich zurück auf das wichtige Bestandteil unseres Lieblingsgetränks, nämlich Bier. Und deshalb, weil hier irgendwo in der Gegend früher die Jedlseer Brauerei war.
Ja, meine Lieben, hinterlassen wir am FAC-Platz einen guten Eindruck, aber auf gar keinen Fall 3 Punkte. Ich glaube, ich spreche jetzt in Stefan Zinn, wenn ich sage, liked das Ganze, teilt das Ganze. Unterwegs im Abseits ist auf Come on Vienna. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht und wir sehen uns dann da in Floridsdorf. Ja, liebe Vienna-Fans, das war die erste Folge von Krimis Unterwegs im Abseits. Schreibt mir eure Meinungen dazu unten in die Kommentare. Ja, der Vienna-Fan lebt nicht nur vom Fußball allein, er braucht auch manchmal etwas Erfreuliches. Heute gibt es ein Konzert von Freud im B72. Das lasse ich mir nicht entgehen und nehme euch mit. Schauen wir uns das an. Also, Come on Vienna. Was sind die Vienna-Anhänger? Yellow submarine. We are living in a yellow submarine.